Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen gerade stehen. Diesen Anspruch hat die Welt noch nie gehört. Ich bin die Wahrheit. Punkt. Und wissen Sie, was das zu Deutsch heißt? Ich bin die Wahrheit heißt, alles andere ist Lüge. Punkt. Und zur Wahrheit gehört aber auch das Leiden für Jesus. Ist kein Betriebsunfall der Nachfolge, sondern ein Bestandteil. Ein Teil der Nachfolge ist das Leid. Und das ist das Erstaunliche. Jesus spielt mit offenen Karten. Wenn er redet, ist die Gemütlichkeit zu Ende. Diese angepasste Zeitgeist-Theologie oder diese neo-evangelikale Wellness- und Wohlfühltheologie kann sich in ihrem charismatischen Feuereifer auf den Kopf stellen. Aus der Bibel kriegen sie das nicht raus. Es steht da schwarz auf weiß drin. Wer mein Nachfolger sein will, der verleugne sich selbst und der nehme sein Kreuz auf sich. Nachfolge ist auf Leiden programmiert. Selig sind die Leid tragen, nicht die auf den Sonnen- und Höhenwegen mit Halleluja auf den Lippen durch diese Welt laufen und sozusagen im Schlafwagen zur Ewigkeit rollen. Nein, Kyrie eleison ist das Eigentliche. Herr, erbarme dich über mein Leben, über meine Sünde, über mein Versagen. Erbarme dich auch über das, was ich erleiden muss, an Spott, an Hohn, bis hin zur Verfolgung, ja sogar bis hinein in den Tod. Sie werden euch hassen, sagt Jesus, und werden euch verfolgen. Wenn es hart auf hart kommt, wenn es unsere Existenz kostet, dann zählt nur noch das Echte. Haltet meine Gebote, so werdet ihr leben, heißt es. Der Umkehrschluss heißt, haltet ihr sie nicht, bringt ihr euch um. Haltet euch fest an mich, sagt Jesus, und das heißt zu Deutsch, haltet euch fest an meinem Wort, so wie es dasteht. Die Liebe zu Jesus und die Treue zu seinem Wort sind zwei Seiten derselben Medaille. Christen leben nicht problemorientiert. Man hat ja den Eindruck, vor lauter Weltuntergangsstimmung, die heute herrscht auf allen Gebieten, und Christen wollen da überall mitmachen, reine Problemorientierung. Christen sind aber verheißungsorientiert. Wir haben die Verheißungen Gottes wie einen Blankoscheck. Die kann uns niemand nehmen. In der Welt habt ihr Angst. Das ist der Realismus von Jesus. Ihr habt Angst, Punkt. Aber Gott sei Dank ist es kein Punkt. Dahinter kommt ein Doppelpunkt, es geht weiter. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und Trost Gottes heißt immer, Gegenwart Gottes
im Leid. Dass Gott uns im Leid nicht allein lässt, nicht untergehen lässt. Das ist sein Trost. Was hat mich geprägt? Schon in meiner Kindheit. Das war 1968, als ich das erste Mal damals im Gymnasium in Minden in Westfalen, genau 100 Kilometer wieder aufwärts, dieses Buch in die Hände kriegte, gefoltert für Christus. Richard Wurmbrand war die Gründungsstunde der Hilfsaktion Märtyrerkirche, HMK. Ich habe viele seiner Vorträge gehört und war tief bewegt damals in meiner Heimat. Es wurde kirchenamtlich verboten, dass Wurmbrand in unseren westfälischen Kirchen sprechen durfte. Und dieser Mann hat uns damals geschildert, wie es war, unter dem Kommunismus zu leiden und zu leben. Seine Vorträge in Minden, dann in der Schützenhalle in Bünde. Als ich zum Saarländischen Rundfunk kam, das Erste, was ich damals zusammen, da war ich ja erst 21, mit meinem Intendanten gemacht habe, war Richard Wurmbrand einzuladen in die Kongresshalle. Übertragen über die Europawelle Saar. Und ich habe mir immer gesagt, wenn der sich foltern lässt für Jesus, dann werde ich mich doch wohl in meinem beruflichen Umfeld oder in der Heidelberger Universität während der 68er Revolution mal ein bisschen verspotten lassen, verlachen lassen, vielleicht sogar behindern lassen in vielen beruflichen. Man muss es doch in Relation sehen. Da gibt es Menschen, die für Jesus in den Tod gehen. Liebe Gemeinde, die wohlstandsverwahrloste fromme Christenheit wird beim leichtesten Windhauch einknicken. Das sage ich Ihnen jetzt voraus. Dem Tsunami der Verfolgung halten nur Leute stand, die fest verwurzelt sind in Jesus und seinem Wort. Und wir werden das heute den ganzen Tag über in den Zeugnissen ja hören. Meine Freunde, es ist eine Schande. Wir haben das erste Mal in der 2000-jährigen Kirchengeschichte wegen einer Grippe 3 Jahre den Betrieb eingestellt und haben uns ängstlich hinter Masken kauernd versteckt und haben den Kopf in den Sand gesteckt. Und diese Glaubensgeschwister, unter uns aus Eritrea und wo nicht überall her, sie lassen sich köpfen für Jesus. Mehr schämen kann man sich gar nicht. Wir Wohlstandschristen bibbern in Heidenangst. Als Höhepunkt lassen sogenannte Bischöfe ihr Kreuz in der Westentasche verstecken, wenn sie in Jerusalem eine Moschee betreten. Aus dem gleichen Grund wird beim G7-Gipfel in Münster im Saal des Westfälischen Friedens das Kreuz versteckt. Und genau unser Vers, der uns das Thema heute gibt, wird vom Berliner Schloss verbannt, obwohl er historisch da steht. Liebe Freunde, das ist es, wenn sich Idiotie mit Ideologie verbündet, dann wird es schlimm. Denn gemeint ist doch mit diesem Wort, das wir eben auch gehört haben in dem ganzen Zusammenhang der Apostelgeschichte, es ist in keinem anderen Heil als in Jesus Christus und vor ihm werden sich mal alle Knie beugen müssen. Das ist doch kein Herrschaftsanspruch, das ist Demut vor Gott. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen
gerade stehen. Darum geht es. Und dann sagt Petrus, wir können es doch nicht lassen, davon zu reden. Wir haben es doch erlebt. Und deshalb, Leiden lehrt Demut. Leiden ist das beste Zeugnis. Leiden führt zum Lobpreis. Leiden verbindet uns mit Jesus und uns untereinander. Leiden läutert. Leiden bewahrt auch vor Hochmut und vor Übermut. Und Leiden lässt hoffen. Hoffen. Unser Herr kommt wieder. Und es kommt die Zeit, wo es keine Krankheit gibt, keinen Tod, keine Verfolgung, keine Tränen, nichts mehr. Wenn ich hier an der Weser stehe, im dritten Schuljahr, frohes Jahrtausend, Methusalem, war die Weser zugefroren. Auch hier, auch in Minden. Und unser Lehrer Wilhelm David, ich kenne ihn noch, habe ihn vor Augen, drittes Schuljahr, hat uns über die Weser geführt. Ich habe immer gesagt, wenn die Charismatiker ankamen, ich habe gar nicht den Anspruch, übers Wasser gehen zu müssen. Ich bin schon mal übers Wasser gegangen. Da sind Sie da ja ein Held. Ja, ich bin übers Wasser gegangen. Unser Lehrer vorweg und das dritte Schuljahr aus Leteln im kleinen Ort bei Minden hinterher. Das ist unser Leben. Wenn wir hier rausgehen, in unseren Alltag zurück, die, die uns hören über Kontrafunk oder jetzt live zugeschaltet sind, egal wo sie sind, Jesus geht voraus. Und wir können vertrauen, dass sein Weg uns nicht kaputt macht, nicht in den Tod führt, sondern in das Leben. Denn auf dem Berliner Dom stehen zwei Platten mit zwei Sprüchen, eingemeißelt, mit Gold belegt. Der eine, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hinter ihm können wir hergehen, auch durch die zugefrorene Weser. Und das andere, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Noch verbirgt die Dunkelheit das Licht. Und noch sehen wir den Himmel nicht. Doch die Zeit der Schmerzen wird vergehen. Und dann werden wir den Vater sehen.